herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch Best of Primetime, die wunderbarsten Momente. Dann gehen wir zusammen in den Spa und machen gemeinsam was zu Hause. Und zuletzt wunderbare Grüße von unseren Gastkünstlern. Und jetzt viel Spaß. Alle, die schon bei uns an Bord waren, kennen ja die Primetime. Das ist sozusagen der rote Faden deiner Reise. Jeden Tag Spiel, Spaß, Spannung und Entertainment. Und da haben wir uns gedacht, gucken wir doch mal rein, was so in letzter Zeit alles passiert ist. Und stellen euch mal was zusammen. Best of Primetime. Und zwar bist du nämlich nicht nur viel selber unterwegs, sondern du bist auch offizielles AIDA Online-Shop-Model. Ja. Tatsächlich. Aber die Bilder sind wirklich im Online-Shop drin. Ja, genau. Ich habe mich vielleicht ein bisschen herausgefordert gefühlt. Ehrlich? Schau da mal her. Also, das geht doch locker in den Shop rein, oder? Es gibt aber noch eins zu dir. Schau mal her, warte. Saunabild. Schau mal. Wenn wir meine Bildung angucken, ich habe jetzt kein Abitur, ich habe sehr viel Fernsehbildung. Stopp. Nee, das kann, das ist schon, Lucy Electric hat es damals richtig besungen. Habe ich auch im Fernsehen gesehen. Schon damals, mit 18, die ich jetzt bin, ist das ja ganz schön lange her. Aber da war es so, wenn ich einen Kapitän gesehen habe, also entweder hat er entspannt was gegessen, ja, und zwar für Stäbchen, oder er stand auf der Brücke, ganz entspannt, Sonnenbrille auf, fährt Richtung Sonnenuntergang. Zwischendurch passierte eine einsame Insel, wo eine Frau draufsteht und sagt, Hilfe, Hilfe, retten Sie mich. Sie hat auch nur noch ein Bikini an, für mehr hat es nicht gereicht. Und er rettet sie dann und ist der Held. Ist das so wirklich der Alltag eines Kapitäns? Kommst du noch klar, Lars? Ich finde es sehr schön, wenn mich noch jemand schafft, zum Lachen zu bringen. Gute Sache. Und ja, der Alltag ist so ähnlich. Bloß wenig einsame Inseln sind noch verfügbar, ne? Genau. Aber der Unterschied ist, ich bin ja angetreten, um Schiff zu fahren. Und dann ist man endlich Kapitän und stellt euch was vor. Schiff fahren darf ich hier auch nicht mehr. Ich bin derjenige, der so gemütlich auf der Reling sitzt und den anderen beim Anlegen und Ablegen zusieht. Weil das ist mein Job jetzt, dass wir die anderen Leute anlernen, dass wir gucken, dass alle Offiziere wirklich in der Lage sind, dieses Schiff zu fahren. Und ich habe das Glück, dass alle Leute da oben Spaß an dem haben, was sie tun. Und wir knobeln praktisch immer, wer fahren darf. Und ich ziehe leider immer das kürzeste Streichholz. Und das ist halt so. So, wer ist nachts der große Löffel? Okay, was heißt das? Komm mal her, ich leih mir mal kurz deine Frau. Nehmen wir mal das Glas. Also der Löffel, leg dich mal hin. Ach komm, so, wir machen jetzt hier mal die Löffelchenstellung. Komm mal her, so. Das ist die Löffelchenstellung. Christian. Christian, heißt du? Ja. Ja. Wie alt bist du, Christian? 5. 5 Jahre alt? Ja. Ui, da bist du ja schon fast erwachsen. Ja. Ja? Mit wem bist denn du hier? Nein. Kennst du jemanden von da? Ja. Wer kennt dieses Kind? Guck mal, wer ist denn das, der winkt? Der Mann in Blau und die Frau in Weiß. Kennst du die? Nee? Nein. Naja, Christian. Wie war Ihr Name nochmal? Haben wir jetzt vergessen. Heiko. Heiko war das, genau. Heiko. Sie haben jetzt gewonnen 2 Cocktailgutscheine, die ich leider nicht mehr dabei habe, weil ich pleite bin. Aber die würden wir natürlich nachdrucken entsprechend und die werden schon nachgedruckt. Oder... Den Umschlag. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Dann nehme ich spontan den Umschlag. Also Sie kriegen 4 Cocktailgutscheine, wenn Sie den nicht nehmen. Lieber den Umschlag. 5. Den Umschlag. 6. Umschlag. 7. Umschlag. 8. Umschlag. Letztes Wort. Ganz sicher den Umschlag? Ja. Heiko, Sie haben es nicht anders gewollt. Schauen Sie doch mal rein, was Sie Tolles gewonnen haben. Gutschein für eine Aufzugsfahrt von Deck 3 auf Deck 12 und wieder zurück. Und wieder zurück, Mensch! Ja! Sie können fahren, wo Sie wollen. Hinten, vorne. Vielen Dank. Können mitnehmen, so viele Sie mögen. Haben Sie einen ganz schönen Tag bei uns im Aufzug. Vielen Dank.
Ich bin jetzt seit fast 9 Jahren bei AIDA und es gibt tatsächlich Gastkünstler, die ich noch nie live an Bord gesehen habe. Und bei Tobi Wilson ärgert es mich besonders, weil das, was er immer abliefert und was ich immer sehe hier im Fernsehen, ist großartig. Ich war nicht dabei, aber ihr seid jetzt dabei. Hallo liebe AIDA-Fans, mein Name ist Tobi Wilson, ich bin Sänger und seit gut 5 Jahren als Gastkünstler auf den Schiffen der Flotte unterwegs. Uns geht's wahrscheinlich allen gerade ähnlich. Wir vermissen die Kreuzfahrt, wir vermissen AIDA und wie sehr, das wird einem meist eben erst dann wirklich bewusst, wenn man etwas zumindest temporär nicht mehr hat. Die Sonnenauf- und Untergänge auf See, das gute Essen, die netten Menschen, die vielen interessanten Erlebnisse und Eindrücke, die einem eine Kreuzfahrt schenkt. Und ich persönlich vermisse natürlich ganz besonders die Momente, wenn ich für euch im Theatrium auf der Bühne stehen und singen darf. Jeder von uns hat wahrscheinlich während einer Reise schon mal einen Sturm erlebt oder zumindest umfahren. Und ich hoffe sehr und wünsche mir, dass AIDA auch diesen Sturm möglichst unbeschadet übersteht und wir uns alle, sobald es zulässig ist, an Bord wiedersehen können. Ich bin mir sicher, die nächste Kreuzfahrt wird für jeden von uns etwas ganz Besonderes werden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Und jetzt habe ich wieder für euch einen Workshop mit Entertainment-Managerin Laura. Das letzte Mal hat sie uns gezeigt, wie man aus Handtüchern Osterhasen bastelt. Diesmal geht's in den Spa. Sie sehen es vielleicht, ich bin hier angekommen in der Wellness-Oase, bin natürlich perfekt gekleidet, denn heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes mit Ihnen vor. Wir wollen eine Wohlfühlmaske machen. Und da kommen wir auch schon zu den Dingen, die wir für die Maske brauchen. Einmal einen Esslöffel, der sieht bei mir ein bisschen anders aus. Das ist der Löffel aus dem Body & Soul Spa von AIDA Stella. Dann brauchen Sie noch einen Pinsel, der kann natürlich auch ein bisschen anders aussehen. Der ist am Ende dafür da, um die Maske auf Ihr Gesicht aufzutragen. Dann eine handelsübliche Schüssel, völlig egal welche Form, welche Farbe, Hauptsache da geht etwas rein. So, dann haben wir ein bisschen vorbereitet. Sie brauchen Honig, dann brauchen Sie Naturjoghurt, denn der spendet Feuchtigkeit. Und dann, wir haben es schon einmal vorbereitet, das ist Gurke püriert, rein in den Mixer, einmal püriert, dann hat man so ein Gurkenpüree. Das brauchen wir auch, denn Gurke hat ganz viel Vitamine. Das packen wir dann alles einmal zusammen in eine Schüssel. Das heißt, Sie nehmen Ihren Esslöffel in die Hand, dann kann es schon losgehen. Wir starten einfach mal fröhlich mit der Gurke. Dann 2 Löffel Gurke, das kann auch ein bisschen überlaufen, das ist nicht so schlimm. 2 Löffel Joghurt, meine Damen und Herren. Nummer 1, Nummer 2 und dann nur 1 Löffel Honig. Ach, da kann man schon spendabel sein. Und dann kann auch schon kräftig losgerührt werden. Das muss natürlich jetzt so gerührt werden, dass da eine schöne, na, ich nenne es mal Paste, entsteht. Alle Kosmetiker werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber dass Sie zu Hause auch Spaß haben, sich entspannen können, ist diese Maske das Beste. Und dann kann es auch schon losgehen. So sieht es am Ende aus. Unsere Maske aus Naturjoghurt, Gurkenpüree und Honig. Und die tragen wir jetzt einmal auf. Und meine Damen und Herren, ist die Maske aufgetragen, fühlen Sie sich wie ein völlig neuer Mensch, 10 Jahre jünger. Und jetzt habe ich was ganz Wunderbares für euch. Unsere Gastkünstlerin Esther hat sich extra für euch ins Studio begeben und hat nicht nur eine tolle Nachricht mitgebracht, sondern auch einen tollen Song. Viel Spaß, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Ich bin Esther Wegwar, die Gastkünstlerin an Bord und ich sage euch ganz ehrlich, ich vermisse schon richtig für euch zu singen und zu performen. Die Musik hat mir schon oft in schweren Situationen in meinem Leben geholfen. Deshalb bin ich ins Tonstudio gegangen, um extra für euch ein Musikvideo zu drehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch diese ungewöhnlichen Zeiten überstehen werden und uns hoffentlich bald wieder an Bord eines unserer AIDA-Schiffe sehen können. Bis dahin schicke ich euch viel Kraft, Gesundheit natürlich und ein kleines Geschenk für euch. Sailing, yes, I will.
yourself sane and then come home to you. Sex is good, but I'd rather be sailing. Food is nice, but I'd rather be sailing. People are so well, but I'd rather be sailing over the horizon. And I'd rather be sailing, yes I would, on an open sea. Yes, I wanna go sane and then come.